Und da hat sie erzählt, dass sie heiratet und mich gebeten, ob ich vielleicht am Polterabend auflegen kann. Ja, was? Soll ich es mir den Rest meines Lebens alleine machen, nur weil du mich vor 2 Jahren verlassen hast? Davon ist nicht auszugehen, wenn du alles vögelst, was bei 3 nicht auf den Bäumen ist. Wie bitte? Weißt du, wie ich mich gefühlt habe, als deine beste Freundin mir brühwarm von diesem Snowboard-Zwerg erzählt hat? Zum Zeitpunkt des Verkehrs war er über 18. Das war nicht mal eine Woche, nachdem du dieses Hals am Maus gebumst hast, einen Tag vor unserer Hochzeit. Und das willst du mir jetzt ein Leben lang vorhalten? Ich will ja gar nichts vorhalten. Du interessierst mich nicht mehr. Du bist ein Fliegenfurz. Ein was? Ach, erzähl mir doch nicht, dass Mellie dich nur eingeladen hat, weil du im Strange diese komische Motorhorn-Scheiße spielst. Sie wird keinen kennen, der auflegen kann. Bitte? Vor ihrer Verlobung hat diese Nutte jeden zweitklassigen DJ gevögelt, der nach dem 3. Wodka eine Plattenkarriere versprochen hat. Na und? Dann ist Mellie halt eine Nutte, aber im Gegensatz zu dir eine mit Stil. Also, war nett, dich zu sehen. Ja, gleichfalls.